Hallo zusammen, Quick-Tipp, L-Bracket, wofür braucht man das denn? Und zwar sieht das so aus. Zwar ist das eine Stativschnalle, Stativhalterung, die man nicht zwingend braucht, die aber sehr nützlich ist. Ja, und zwar habe ich sie hier, das ist die Sony A7 II, habe ich dran und ich kann das ganz normal halt ganz normal hier auf mein Stativ machen. Ich kann aber das jetzt auch, andere Richtung, halt eben obenrum reinpacken. Ja, zack. Kann ich nicht, wenn ich sowieso einen Kugelkopf habe, auch einfach den Kugelkopf nehmen? Ja, natürlich kann ich auch den Kugelkopf nehmen und das einfach drehen. Wie üblich, es gibt immer verschiedene Lösungen. Es ist auch eine Frage des Komforts und auch dessen, wie das aussieht. Weil es sieht natürlich professioneller aus, wenn ich das wechsle, als wenn ich hier hingehe und das einfach nur so runterklappe. Was natürlich geht, so, prinzipiell. Aber, jetzt haben wir das Problem. Ich könnte das jetzt hier hinmachen, mit der Kamera geht das, weil die nicht so groß ist. Wenn ich jetzt einen Batteriegriff drauf habe, geht das nicht mehr so ohne weiteres. Wenn ich Panorama machen will, geht das nicht mehr so ohne weiteres. Und je nachdem, was für ein Objektiv dran ist, geht das eventuell nicht. Sehr praktisch, und da braucht man das wirklich nicht, ist, wenn man mit dem 70-200er zum Beispiel arbeitet, das in der Regel so eine Schnalle dran hat, dann kann ich die Kamera einfach direkt drehen, das ist noch besser. Aber sonst, super Sache. Habe ich hier an der A7 permanent dran. Das habe ich vorher schon gehabt, das habe ich an der Canon oder packe ich so an alle Kameras ran. Problem mit der Sache ist, wenn das nicht passgenau ist, dann kommt man nicht mehr an die Seitendinger ran. Also hier zum Beispiel ist die Batterieklappe auf der Seite, da komme ich ran, weil da nichts davor ist. Aber auf der Seite sind halt die kleinen Klappen für zum Beispiel das USB-Kabel. Und da komme ich nicht ran, wenn das nicht dafür gemacht ist. Jetzt käme ich da theoretisch ran, ist aber so klein und fummelig, dass es doch wieder nicht geht. Also obwohl das Ding maßgeschneidert ist für die Sony, kann ich da mit meinen Fingernägeln, kriege ich das jedenfalls nicht da rausgepupelt. Mit anderen Fingernägeln geht das vielleicht. Das ist einfach davor. Dazu gesagt, dafür ist es jetzt furchtbar günstig. Ich verlinke da drauf und ich verlinke da drauf auch auf meiner Facebook-Seite für Fotozubehör. Und kann man sich, glaube ich, gönnen. Es wiegt praktisch nichts. Ist einfach permanent dran bei mir. Dann habe ich auch nie das Problem, dass ich die Stativschnalle vergessen habe oder sowas, weil das ist... Das ist mir auch schon passiert, dass ich Stativ mitschleppe und die Kamera mitschleppe und dann kann ich das nicht da drauf packen. Das ist immer super doof, ärgert man sich. Und so kann mir das nicht passieren. Ja. Das sind so die Kleinigkeiten, finde ich, die man irgendwie sich mal gönnen kann, die man dann ranpackt und vergisst. Und in dem Fall nutze ich die Seitendinger nicht, deswegen stört es mich nicht. Sonst muss man halt mal gucken, ob es gibt sicherlich auch andere, wo das vielleicht ein bisschen passgenauer ist. Aber ich habe das Gefühl, das kann gar nicht so viel anders gehen, weil, ja... Ja, wie soll ich, also fällt mir jetzt gerade gar nicht ein, wie das gebaut sein sollte, dass es trotzdem geht. Das Problem ist, dass die Klappe hier die Öffnung zum Fingernagel reinstecken oben hat. Das müsste sie auf der Hinterseite haben, dann wäre es kein Problem. So das, ja. Also, das ist ein L-Bracket. Super einfache Geschichte, überhaupt nicht kompliziert. Super nützlich. Nachteil wäre halt, wie gesagt, nur, dass man seitlich dann eventuell nicht mehr rankommt, wenn man es nicht vernünftig passgenau nimmt und das nicht ganz genau passt. Darauf achten. Steht in der Regel aber bei Amazon auch in der Rezension drin. Der Engwehr bemerkt das ja immer. Also, ich hoffe, das war nützlich. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.